Cigarettes. Brauchen Sie Cigarettes? So ein kleines bisschen Blut, das tut Ihnen sicher gut. Cigarettes. Kaufen Sie Cigarettes. Ich schenk Ihnen Mon Bijou. Auch das Feuer noch dazu. Hätte die Zigarettenindustrie eine goldene Schallplatte zu vergeben, so wäre diese bestimmt Anita Lindblom für diesen Schlager zugefallen. Heute macht aber vielen Leuten dieser blaue Dunst etwas mehr Sorgen und immer wieder erscheinen neue Produkte auf dem Markt, die den Teer und das Nikotin reduzieren sollen. Für einen sogenannten Zigarettenentschärfer, welcher angeblich bis zu 30% Teer und weitere 30% Nikotin entziehen soll, wird dabei ein offizielles Attest der Deutschen Bundesanstalt für Tabakforschung vorgelegt, welches diese in der Propaganda verwendeten Werte bestätigt. Seither läuft das Geschäft beim schweizerischen Importeur für dieses billige Kunststoffgerät. Wir besuchten ihn in seinem Versandgeschäft und fragten ihn nach der Wirkungsweise dieses Entschärfers. Ich zeige Ihnen das im offenen Zustand. Man legt also die Zigarette wieder rein und drückt hier auf die Taste. Mit einmal ist es ca. 15%, mit zweimal ca. 30%, mit dreimal drücken ca. 50% Nikotin und Teer der Zigaretten entzogen worden. Sie haben also hier einen Regulator, wo Sie je nach Wunsch den Nikotingehalt selber können bestimmen können, was man ja bis heute nicht kann. Deshalb habe ich den Artikel in mein Verkaufsprogramm aufgenommen, weil mir scheint, ich bin auch nicht selber ein ziemlich starker Raucher, dass unbedingt einmal etwas muss gemacht werden in dieser Richtung. Uns interessierte dazu natürlich auch die offizielle Stellungnahme des Leiters eines schweizerischen Labors. Der Zürcher Kantonschemiker befasste sich eingehend mit der Zigarette und den verschiedenen Verhütungsmaßnahmen gegen den Teer und das Nikotin. Dr. Roman sagte uns: Unsere Versuche an standardisierten Abrauchmaschinen haben ergeben, dass tatsächlich eine kleine Verminderung im Teer- und Trockenrückstand bei perforierten bzw. durchlöcherten Zigaretten resultieren. Wir müssen aber auf etwas aufpassen, und das ist, dass durch die Löcher Frischluft in die Zigaretten eingesogen wird und dadurch der Rauch, der hinten rauskommt, verdünnt wird. Gleichzeitig sinkt der Widerstand, den der Raucher merkt beim Ziehen. Der Raucher tut sich individuell anpassen und tut dadurch, wenn er weniger Widerstand hat, stärker ziehen und nimmt damit mehr Rauch auf, und so wird das anscheinende Verdünnen vom Rauch durch die Perforation wieder kompensiert. Wenn er weniger zieht, so ist die Gefahr, dass er bei einem angewöhnten Nikotinbedarf, zum Beispiel anstelle von 2 nicht perforierten Zigaretten, 3 perforierte Zigaretten in einem bestimmten Zeitraum raucht. Und damit wird die ganze Sache in einem gewissen Rahmen zu einer Illusion. Das Apparat ist an und für sich zugelassen, aber ich möchte betonen, dass die Bundesgesetzgebung über den Verkehr mit Lebensmitteln und Genussmitteln für jegliche Anpreisung gesundheitlicher Art verbietet. Es ist somit verboten, für das Apparat zu propagieren, dass es ein Schärfer ist, dass es gesünder ist, und dass damit eine Krebsbekämpfung irgendwelcher Art resultiert. Dass übermäßiges Rauchen schädlich sein kann, steht für die meisten Fachleute außer Zweifel. In den Vereinigten Staaten hat man deshalb die Zigarettenhersteller bereits gesetzlich gezwungen, auf ihren Packungen den Vermerk "Rauchen ist schädlich" anzubringen. In naher Zukunft werden in den USA alle Zigarettenmarken regelmäßig auf ihren Teer- und Nikotingehalt überprüft. Ergeben sich in einem Fall zu hohe Werte, wird die betreffende Marke automatisch gesperrt. Die amerikanische Tabakindustrie arbeitet deshalb fieberhaft an einem perforierten Zigarettenpapier, das dieselbe Wirkung erzielen soll wie der eben vorgestellte Entschärfer. Demnach wäre unser Importeur ein echter Pionier, aber dessen Ehrgeiz geht noch weiter. Doch hören Sie selbst. Damit Sie sehen, dass es mir ernst ist mit dieser Krebsbekämpfungsaktion, überweise ich 10% vom Verkaufserlös an die Krebsbekämpfungsliga. Selbstverständlich unter notarieller Kontrolle.
Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, ist man versucht mit Faust zu sagen. Nachdem Gesundheitsschutz und Krebsbekämpfung als direkte Werbeargumente verboten sind, hat man die institutionalisierte Krebsbekämpfung vor den eigenen Karren gespannt. Der Kampf um die Eindämmung der Raucherschäden jedenfalls ist damit noch lange nicht zu Ende. Cigarettes, Cigarettes,